Hallihallo und herzlich willkommen heute mit Hogwarts Legacy. Ja, was will ich dazu noch sagen? Es ist ein großartiges Spiel. Es ist nicht umsonst so krass gehypt, denn es ist fantastisch. Und das sagt ein Harry Potter Hater. Ich meine, die Welt von Harry Potter, Hogwarts und alles, das Universum ist richtig cool, gefällt mir auch. Ich mag auch fantastische Tierwesen sehr gerne. Aber bei Harry Potter, da sterben manche Charaktere und naja. Aber das Spiel ist einsame Spitze und ich wollte euch heute einfach einen Einblick daran geben. Ich bin jetzt schon relativ weit, Sammelobjekte 75% und Nebenquests und allem. Story, sage ich mal, bin ich jetzt bei der Hälfte oder drei Viertel. Und ja, hier sind wir in meinem geheimen Raum. Hier züchtet man seine Tierwesen. Also man kann Tierwesen züchten, halten, füttern, bespaßen, man kann Mini-Dungeons, größere Dungeons machen und es gibt unendlich viel zu tun in einer wunderschönen Welt mit Spitzengrafik. So, Tiere nicht selber bürsten, sondern man zaubert einfach eine verzauberte Bürste her. Das ist doch nett. Ich habe jetzt noch einen Futterautomat, der ist ein bisschen lahm, deswegen fütter ich lieber per Hand. Wenn wir das dann alles gemacht haben, lohnen wir uns mit seltenen Ressourcen, die man dann später benutzen kann, um seine Klamotten abzugraden. Also ich meine, ich habe Top-Klamotten, alles legendär, habe die schon zweimal getuned. Hab Stufe 3 Pimping-Zauber, Versiegelung da drauf, was weiß ich, wie das heißt. Und ja, ich habe einen coolen Besen und hier noch ein Fluttervieh, mit dem man durch die Welt fliegen kann. Ah, hier unten seht ihr 76%, das sind die Herausforderungen, was es so alles gibt. Da gibt es Kampf, Aufträge, Erkundungen, Handbuchseiten und Raum der Wünsche. Aber bin ich jetzt schon mal dabei, dann ziehe ich auch meinen anderen Viecher. Das war jetzt der kleinste Raum, da kann man nur vier Tierwesen reinmachen. Da habe ich nur die Starter-Tierwesen, weil die Ressourcen brauchen wir nicht so häufig. Und hier haben wir ein paar Greife, Einhörner. Seltene Vögel, Katzen. Ja, die haben spezielle Namen, aber ich kann sie nicht auswendig. Meine Frau kennt sie alle auswendig. Sammeln. Man kann die auch umbenennen, also kann den eigenen Namen geben, das ist ganz nett. Revelio. Das ist ein Aufdeckungszauber. Damit kann man alles sehen, also Truhen, Sachen, die man sammeln muss, Rätsel. Auslöser und das sind sehr häufig verwendete Zauber, das ist Revelio. So, hier sind Sumpf. Revelio. Also, was abstrakteren Viechern. Thank you.
So, alles abgefarmt. Dann kann ich mir einen Standardzauber. Leider hat man mehr Zauber als Platz. Man kann 4 Zauber aktiv auswählen und dann muss man mit dem Mausrad durchsetzen, was man halt gerade braucht. So. Brauche ich. Der verzauberte Raum ist nicht nur so klein, sondern man hat ja noch was anderes. Hier geht's runter. Kann man auch noch ein paar Sachen aufbauen. Vieles aufzubauen. Hier haben so komische Stiefel, der macht zufällig irgendeinen Zauber dran, den man sich dann einsacken kann. Und das hier ist Hogwarts. Das ist riesig und sehr verwirrend. Also, wenn man sich verlaufen will, das ist der richtige Ort. Diese grünen Feuerdinger, was ihr da eben auf der Karte gesehen habt, das sind halt Schnellreisepunkte, die kann man nach und nach freischalten. Da geht es dann ein bisschen schneller voran, aber in der freien Welt draußen, da nehme ich immer einen Besen oder ein Flugreittier. Das ist echt nice. Wir sind hier gerade immer noch im Winter, deswegen steht ja noch ein Weihnachtsbaum. Was haben wir denn für Quests? Den Einhorn bauen. Den musste ich finden, genau. Aber ich habe hier eben auf der Karte noch Nebenquests gesehen. Die wollte ich wenigstens mal kurz anreißen. Nein, Weasley. Ach, sie sind beide toll. Alle fürchten Professor Revelio. Er ist genial. Und er hat mich diese Woche nur zweimal angefangen. Angeblich ist hier was. Professor Binns Unterricht zur Geschichte. Ja, gut, das können wir später machen. Ein Axio-Duell. Okay, das machen wir später. Dann ab zur Weltkarte. Hier ist noch das wunderschöne Dorf Hogsmeade. Das größte Dorf hier. Das ist einzigartig anhauen. Dann gehen wir hier hin und fliegen den Rest. Über die Karte kann man auch Tageszeit auswählen, also die wechseln natürlich immer, aber für manche Herausforderungen brauchen wir unbedingt Nacht und anderes geht nur am Tag. So, und es ist relativ dunkel, aber ich weiß nicht, ob es Tag wird oder Nacht. So, achso, es wird vermutlich Tag, egal, wir fliegen einfach so. Und damit ihr nicht den blöden Besen seht, nehmen wir was Beeindruckendes. Hopp, Wolkenschwinge, hopp! Protego! Ach, ich muss so. Bis ich ihn rette. Auf jeden Fall Bock. In Hogsmeade gibt es ja auch so einen Bahnhof, da gibt es Gleisen, da fährt immer mal einen Zug lang. Echt schöne Landschaft. Richtig gute Grafik. Auch die Steuerung und die Kampfkombos, das geht 1A von der Hand, sogar meine Frau, die nicht so tastaturversiert ist, kommt damit sehr gut klar. Zur Eile, mein Schatz. Hazel muss hier irgendwo sein. So, packen wir dich wieder ein. So, bereite ich mal meinen Tierfangzauber vor, denn ich glaube, wir sollten die einfangen. Sein. Revelio. Na los, Hazel. Hier den mal ein. Super einfach. Soll ich einen Trick nicht weiterfahren?
Weil diese Kringel, einfach hier rein, dann drückt man F, dann hat man es gefangen und diese schwierigen Einhörner, 5 bis 6 Kringel. Ah, da hinten ist noch eins. Nehmen wir auch gleich mit. Die wollen sie an Sicherheit bringen, können sie dann an gute Händler verkaufen, die sich um sie kümmern. Ab. Hazel muss zurück sind. Ich sollte Madame Backbrook sagen, dass sie in Sicherheit ist. Komm, Ringo! Ringo! Und unser Charakter ist quasi ein besonderer. Der hat Zugriff auf alte Magie. Das ist besonders mächtige Magie. Und da kann man dann Objekte schleudern oder Blitze vom Himmel regnen lassen, Leute in einfache Hühner verwandeln. Da hinten sind noch ein paar Gegner. Revelio. Vielleicht kann ich euch da mal ein paar Angriffe zeigen. Ich habe da einen relativ vollen Balken. Gegner absolut tödlich. Und gegen stärkere machen sie auch schon gut Schaden. Die kann man dann, wie gesagt, über die Klamotten auch nochmal verstärken. So, wo muss ich hin? Keine Ahnung, ich fliege einfach. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Da kann man nicht reinfliegen, also in Hogsmeade selbst und in Hogwarts, da ist Flugverbot. Hogwarts kann man zwar von außen ran und kann da an den Gebäuden langfliegen, aber in den Gebäuden selbst nicht und hier in dem Dorf auch nicht. Aber ist okay. Die meisten Flächen sind in der Open World hier befliegbar. Madame Backbrook, ich habe Ihre Einhornfreundin Hazel gefunden. Oh, ein Glück! Geht es ihr gut? Geht es Ihnen gut? Haben Sie einen sicheren Ort, an dem sie bleiben kann? Uns geht es gut. Und ich habe einen sicheren Ort für Sie in Hogwarts. Sie haben ein gutes Herz, wirklich. Ich bin erleichtert und dankbar, dass Sie für sie sorgen. Ich werde mein goldiges Pixie-Pony vermissen, aber ich weiß, dass sie fernab von den Wilderern sicherer ist. Bürsten Sie sie doch für mich, ja? Ja, ja. Kümmern Sie sich gut um Hazel, ja? Mal kurz gucken, ob ich Klamotten habe zum Verkauf. Ja, das schöne Streamlabs OBS hat sich mal wieder verabschiedet, ohne mir Bescheid zu sagen. Ja, das Einhorn habe ich jetzt in Sicherheit gebracht und ich bin jetzt auf dem Weg in den Süden. Wollte euch nochmal ein paar Einblicke von der Landschaft hier zeigen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und die Jahreszeiten, die wechseln leider nicht zeitintervallmäßig, sondern immer mit dem Fortschritt der Hauptquest. Und ja, aber auch hier eine schöne weiße Winterlandschaft. Oben am Himmel die Vögel. Und das Land ist schon sehr, sehr groß. Jetzt sind wir zu Fuß unterwegs, ist man nicht lang unterwegs. Oh, hab ich das noch nicht gelöst? Dann zeige ich euch mal eine Merlin-Prüfung. Ich will euch ja nicht so viel spoilern, deswegen wird das Video nicht so lang gehen. Merlin-Rätsel gibt es quasi. Boah, richtig, richtig viel. Ich weiß nicht, ich habe bestimmt schon 100 gemacht. Und ja, da gibt es immer wieder verschiedene. Manchmal muss man was zerstören, manchmal muss man was reparieren, manchmal muss man Hindernisse überwinden und ja. Ich kann
Es gibt 8 verschiedene Arten von Merlin-Rätseln. Was haben wir denn hier? Ah ja. Diese Krüge muss man in Brand setzen und die sinken dann ein und setzen sich automatisch wieder zurück. Wie der kürzeste hier, mit dem würde man nicht starten. Da hinten ist, glaube ich, der mittlere. Und da ist der andere. Okay. Fangen wir mit dem an. Dem weiter. Gar nicht so knifflig, Merlin. Und wenn alle 3 brennen, hat man die Lüse. Hier in der Gegend habe ich eigentlich alles. Hier sind Wildtiere zum Fangen, das sind Spinnen.